Bin ich also wieder eine Etage weiter runtergegangen? Was ist denn das hier? Alter! Was war denn das? Ich müsste einmal drauf drücken. Verrat wird dir die Augen öffnen. Die List ist deine Stärke, Garrett. Okay. Lasse dich nicht von Furcht leiten, Garrett. Nee, mach ich nicht. Die Habgier wird dich zugrunde richten, armer Garrett. Armer Garrett? Ist das schon irgendwie ein cooler Raum? Muss man ja einfach mal so anerkennen. Oh mein Gott, hier sind so viele Bücher. Oh Mann, Mann, Mann. Mal sehen, ob ich das besser lesen kann. Meister Ferlin, Azarans Interesse an der Nekromantie ist trotz seiner Verbannung unterbrochen. Er setzt seine Studien der schwarzen Magie in seinem Turm in Dayport fort. Wir fürchten, seine Experimente mit der Wiederbelebung von Ratten und Insekten werden großes Elend nach sich ziehen. Er trachtet sogar danach, Söldner für einen Kreuzzug zu rekrutieren, um das Buch der Asche zu finden. Das Buch der Asche darf niemals in die Welt zurückkehren. Azaran ist vom Ehrgeiz zerfressen und stellt eine Gefahr für uns alle dar. Seit seiner Verbannung ist er verbitterter denn je. Der innere Zirkel soll entscheiden, ob in dieser Angelegenheit weitere Schritte eingeleitet werden müssen. Erzmagier Corino. Okay. Das Buch haben wir? Oha. Okay, das ist nur eine Seite. Also. Warte, ich werde. Wenn du das Wasser beherrschen möchtest, kehre zu deinen Wurzeln zurück. Wenn Monde lebtest, du im Wasser. Ach, nochmal. Nenn Monde lebtest du im Wasser, bevor du in eine Welt aus Luft und Erde hineingeboren wurdest. Du hast deine Vergangenheit vergessen, doch wir lehren dich die Erinnerung. Löse dich von sterblichen Gedanken an das Atmen und entdecke den Rhythmus der See. Wandle den Weg nicht mit deinen Gliedern. Lasse deinen Körper fließen und werde eins mit deinem Pfad. Wenn du das Luft Adept und genieße ihren Schutz. Eines Tages fühlst du die sanfte Umarmung des Wassers und durchschreitest das gesamte System ohne zu atmen. Buch von Korall. Kann es sein, dass hier unten normalerweise noch was steht? Weil du das Luft. Ich meine, es ist sowieso schon beschissen geschrieben. Und dann noch. Naja. Mal sehen, was hier noch steht. 8 alte Männer oben im Turm. 8 alte Männer. Nur einer mit Macht, wende dich ab. Von dem Schwert in der Hand. Zähle bis 7 und finde deinen Lohn. Oha. Okay. Also ich krieg hier echt einen Preis dafür, dass ich so toll lesen kann heute. Heute ist sowieso so ein Tag, wo ich ein bisschen durch bin. Aber nur ganz leicht. Das Licht enthüllt einen Schatten. Deine Vision war falsch. Das Licht enthüllt einen Schatten. Die können ja gut reden. Da unten läuft noch einer rum. Ob wir hier wohl irgendwas finden? In diesem Labyrinth?
Boah, wie viel laufen denn hier bitte schön rum? K.O. In der ersten Runde. Nummer 1. Na, der liegt aber ein bisschen ungünstig. Ich wollte ihn hier eigentlich richtig... So, wollte ich ihn hinschmeißen. Da kommt schon das nächste Opfer. Was ich mir ausgesucht habe. Um es zu erschlagen. Attacke Bonanza! Ich weiß jetzt nicht, ob das alle waren. Speichern wir mal. Es läuft doch eigentlich ganz gut. Wenn das Wörtchen eigentlich nicht wäre, würde ich ja zufrieden sein. Gehen wir mal hier oben so ein bisschen rum. Vielleicht gibt es hier Wasserpfeile. Oh, das begrüße ich ja. Da drüben gibt es noch irgendwas. Ist das hier duster? Nee, hier ist einfach nur ein Tisch. Müssen wir mal darüber. Es waren nur diese zwei. Liegt hier noch was? Gold! Sehr schön. Und da drüben steht auch wieder nur ein Tisch. Nee, da gibt es sogar Wasserpfeile. Aber mehr habe ich hier auch nicht. Okay. Dann wollen wir da mal runtergehen. Um mal zu wissen, was es da gibt oder was da ist. Oh, diese Atmosphäre ist wieder so toll. Diese dezente... So geht das hier die ganze Zeit. Und jetzt auch noch so ein Schrei. Oh, da läuft mir gerade die Gänsehaut. Da war ein Seilpfeil drin. Wofür ich den jetzt auch immer benötige. Ich werde es herausfinden. Hä? Okay, das hat sich ja gelohnt, hier runter zu gehen. Da ist ein Buch. Wie einst wir bevölkern sie nun das Land. Sie sind die Schmetterlingspuppen der kommenden Zeit. Wir haben diejenigen aufgenommen, bei denen wir die Erleuchtung zu erkennen glaubten. Erstmal, habe ich das nicht schon mal irgendwo gelesen? Natürlich habe ich das. Kann es vielleicht sein, dass einer von diesen Magiern da oben, die ich da erschlagen habe, dass die vielleicht irgendwas mit sich führen, was ich nur noch nicht entdeckt habe? Irgendwie ja nicht, ne? Ich drücke hier gerade wie so ein Wilder. Die haben nichts dabei. Upsi. Ich wollte eigentlich nicht springen. Dann kann ich ja wieder hochgehen. Hier gibt es nichts. Ich will mal kurz was machen. Ich will mal kurz auf Ziele gucken. Finden Sie den Erdtalisman? Was? Ich hab den schon? Wo habe ich denn den gefunden? Also das wundert mich ja jetzt. Finden Sie den Erdtalisman? Hm. Kann das hier mit was zu tun haben? Wie sich das einfach nur anhört, wenn man da in der Mitte steht und rechts und links kommen die ganzen Geräusche. Ach, hier. Hier ist was. Ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun,
Vielleicht ist es ja hier drin, ne? Weil die Tür war mit einem goldenen Schlüssel abgeschlossen. Hallo, das ist schon sehr verdächtig. Uah. Okay, das ist nur eine ganz normale Person. Der wird wohl weniger zaubern. Läuft hier noch wer rum? Huch! Was ist denn das hier? Das sieht ja aus wie eine Kantine. Das sieht ja auch mal ganz nett aus, diese Schnitzerei hier in dem... Tisch. Gibt es ein bisschen Gold, was ich mitnehmen kann? Aber mehr gibt es hier auch nicht. Schritte höre ich auch nicht. Mal sehen, was es hier so gibt. Ach, gucke an. Jetzt bin ich hier. Diese Tür könnte da vielleicht schon ein Hinweis sein. Das ist ja dieser Raum, der so gut bewacht ist. Da kommt ja noch einer. Hm. Also hier laufen doch recht viele rum. Aber zwei Stück konnten wir schon mal ausschalten. Ob hier noch ein dritter runterkommt, das weiß ich noch nicht. Hier gibt es noch eine Schriftrolle. Achtung, katastrophales Lesen. Kellermeister Abrucha, wir benötigen dringend die kürzlich angeforderten Chemikalien. In 2 Tagen werden wir den jungen Luca in die Stadt schicken. Einer eurer Männer soll ihm helfen. Außerdem benötigen wir 3 Ziegen, ein Kamel und ein Burrik für unsere anstehenden Experimente. Adept Haseki Beizar. Okay. Die haben irgendwelche Experimente vor. Oh, weiter geht's mit professionellem Lesen. Notiz an alle Diener und Wachen. Hiermit erklären wir die 4 Türme von Mage Keep zum geweihten Ort. Unwürdigen ist das Betreten verboten. Nur den Adepten wird Zugang gewährt. Wachen dürfen sich während des Dienstes im Foyer der Türme aufhalten, aber nicht in den oberen Stockwerken. Erzmagier Abi... Heißt das Ibu Ai Harut? Keine Ahnung, was das heißt. Ist auf jeden Fall ein sehr komplizierter Name. Oh, was ist denn das jetzt hier wieder für ein Labyrinth? Ich komme hier raus. Okay. Ich will da gar nicht raus. Wo komme ich hier raus? In irgendeinem Lager. In einem Lager? Warum gibt es diesen Raum überhaupt, wenn es da nichts gibt? Warte mal. Das heißt wohl, dass da drüben, da, diese Tür, vielleicht das Erdelement drin ist. Kann ich jetzt aber nicht mit Sicherheit sagen. Weil ich weiß ja irgendwie nicht, wo es ist. Ich gehe mal noch eine Etage weiter runter. Es geht ja hier noch so tief runter. Vielleicht ist es auch im Keller. Ein sehr einladender Keller. Hier wächst schon überall Moos. Aber ich glaube, im Keller war irgendwas, was wir holen mussten. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist ein Kellergeräusch. Doch, Wasser! Natürlich, hier muss das Wasserelement irgendwo sein. Oh, ich habe gleich erstmal einen Geheimgang gefunden. Da oben liegt was. Oh, gleich erstmal Kohle. Oh, scheiße. Ich hoffe, das hat... Wir wünschen allein.
Ich hoffe, der hat das nicht so wirklich gehört. Jetzt habe ich jetzt nämlich ein Problem. Verstecken nützt euch gar nichts. Er schreit noch. Die Dunkelheit wird dich nur kurz schützen. Mist. Jetzt haben sie mich auch noch bemerkt, weil ich diese blöde Flasche aufgenommen habe, ne? Ich speichere jetzt mal da, falls es nicht anders geht. Da kommt einer. Schon mal bereithalten. Guten Tag. Wer kommt da als nächstes? Ach, Hans Krösus. Ein blauer Schlüssel, jetzt haben wir sie bald alle. Mal gucken, was hier noch so ist. Da geht's irgendwie weiter runter. Ich laufe aber gerne im Kreis. Da bin ich reingekommen. Das heißt also, hier in der Mitte muss noch irgendwas sein. Abgeschlossene Türen haben wir hier. Vielleicht kriegen wir das hier mit dem blauen Schlüssel auf. Nee. Warte. Wir haben ja noch ein paar. Ah. Oh nein. Hier ist ein Alchemielabor. Na, das sieht ja interessant aus. Komm, wir mischen uns jetzt hier ein paar Tränke zusammen. Sowas wie Heiltränke, Gifttränke. Und wie in Skyrim. Ach du Kacke. Weißt du Bescheid, was hier betrieben wurde? Hier wurde wahrscheinlich das Hexenblut rausgepresst. Oder was auch immer. Endlich kann ich mich wieder an meiner... Endlich kann ich mich wieder meiner Arbeit widmen. Ich muss mich für meine Verspätung in Vivisektionskurs entschuldigen. Die Arbeiter sind fertig. Sie haben eben den letzten Eingang der infernalischen Kanalisation zugemauert. Die alten Abwasserkanäle sind kaum kartografiert. Wir wissen nur, dass sie ein großes Sicherheitsrisiko darstellen. Es ist faszinierend, dass sie bis zur Stadt reichen. Sie, die in der Tat weit entfernt ist. Über einen letzten geheimen Eingang kann man weiterhin in die Kanalisation eindringen. Die Wachen dort werden sich allem annehmen, was aus diesem Dreck auftaucht. Adept Haseki Breitz. Arr. Okay. Also man kann von dieser Kanalisation zur Stadt geraten. Ist ja auch schon mal schön zu wissen, dass das geht. Machen wir mal die nächste Tür auf. Oh. Hier gibt es Wasserpfeile. Oh, hier ist ja voll viel. Hier sind ja richtig viele Reichtümer. Und ein Breitkopfpfeil. Aber nur einer leider. Das heißt also, wir können weiterlaufen. Mal gucken, was es hier noch so gibt, ne?